Logistikzentrum der Salzburg AG in Salzburg-Schallmoos. Von hier aus macht sich eine neue Generation von Stromzählern auf die Reise in die Häuser der Salzburgerinnen und Salzburger. Der Smart Meter ist ein Stromzähler, der sozusagen nach Hause telefonieren kann. Dabei wird der Stromverbrauch an die Salzburg Netz GmbH übermittelt. Die Stromkundinnen und Kunden können diese Verbrauchswerte dann online im Serviceportal einsehen. Datensicherheit steht dabei an oberster Stelle. Das beginnt schon beim Abholen durch den Netztechniker. Jeder Zähler wird gescannt. Da gibt es zwei Nummern, einmal für den Zähler, einmal für das Kommunikationsmodul, was draufsteckt. Das ist eine individuelle Nummer, die gibt es nur einmal am Zähler und mit dem Scannen sozusagen wird diese Nummer ins Gerät übertragen und dann bei uns im zentralen System der Lagerort verändert bzw. die Schlüssel abgeholt. Und gleiches dann draußen beim Kunden, wenn er montiert, muss er den auch wieder scannen sozusagen, wird der verbaut, dass der Kunde dann zugeordnet werden kann zu dem Gerät und das dann verbaut werden kann systemtechnisch. So ist eindeutig sozusagen die Zuordnung gegeben von dem Gerät zum Kunden. Jegliche Kommunikation am Smart Meter findet verschlüsselt statt, also im Klartext kann man da nichts mitlesen. Wir haben da eine Sicherheitsstufe, wie wir es auch bei den Banken im Online-Banking haben sozusagen. Also das ist alles verschlüsselt und es werden nur Daten übertragen, die auch gebraucht werden, einerseits für Abrechnung oder für Betriebsführung von den Geräten. Es werden auch keine kundenspezifischen Daten nicht übertragen, also wir übertragen da nicht Adresse, Name und solche Sachen, sondern es wird richtig nur der Zählwert oder eben Betriebsparameter übertragen. Bis Ende 2023 sollen 95% aller analogen Stromzähler durch einen digitalen Smart Meter ausgetauscht sein. Das sind rund 470.000 Geräte. Deshalb ist der logistische Aufwand im Salzburger Logistikzentrum enorm. Man muss sich vorstellen, in der Vergangenheit haben wir ca. 6.000 Zähler bis 8.000 Zähler im Jahr bewegt bei uns. Jetzt mit dem Smart Meter Rollout werden wir auf eine Schlagzahl kommen von 4.200 Zähler ca., was wir wöchentlich bewegen. Wir kriegen Zähler in Chargen angeliefert, das bewegt sich so zwischen 5.000 und 10.000 Stück. Im vollen Rollout dann nächstes Jahr werden wir das wöchentlich angeliefert bekommen sozusagen. Also was früher ein Stück Zähler war, haben wir jetzt bildlich gesprochen eine Palette, was wir handeln müssen, einfach vom Mehraufwand. Vor dem Einbau des neuen Smart Meters wird man per Post informiert. Netztechniker Georg Meindl baut heute einen Smart Meter in einem Einfamilienhaus und in einem Mehrfamilienhaus ein. Der neue digitale Stromzähler kommt an denselben Platz wie das alte Gerät. Hallo Salzburg Netz, ich soll ja deinen Stromzähler tauschen. Ah ja, genau. So, wie mein Dienstausweis. Zum Wechsel muss der Strom aus Sicherheitsgründen kurz abgeschaltet werden. So, jetzt bin ich spannungslos und kann sicher arbeiten. Und dann gebe ich noch den Geräteort ein, damit die Kollegen beim nächsten Mal sofort wissen, wo ist der Zähler verbaut. Gut, dann schnappt man den neuen Zähler. Den smarten. Auch der alte Zähler muss immer am Stand der Technik sein. Alle elektrischen Anlagen sollten alle 10 Jahre aus Sicherheits- und Brandschutzgründen vom Fachmann überprüft werden. So, jetzt geht das Ganze wieder retour, sprich, wir schalten den Strom wieder ein. Der Zähler hängt. Jetzt kommt das Digitale ins Spiel. Das heißt, der Zähler hat eine Infrarotschnittstelle, die ist verschlüsselt. Ich habe einen Übertragungskopf mit Infrarot und wiederum Bluetooth, wo ich dann das Handy mit dem Zähler verbinden kann. Der Kunde hat jetzt den Zähler da. Auf mein Handy habe ich jetzt den Kundenauftrag und ich muss den Zähler jetzt den Schlüssel sozusagen überspülen. Ich gehe einfach her und lass den Zählerauftrag ausführen. Für Kundinnen hat der smarte Stromzähler einen großen Vorteil. So kann man den Stromverbrauch oder auch die Stromeinspeisung, wenn man eine Photovoltaikanlage besitzt, jederzeit überwachen, wenn man möchte. Dann kann ich die PV-Anlage, meine Verbräuche dementsprechend regeln, weil ich kann mir ja anschauen, wie viel Überschuss das ich einspeise, ich kann mir anschauen, wie viel Strom das ich beziehe und wann diese Punkte sind, weil beim Prime Meter, da kann ich mir ja jeden Viertelstundenwert anschauen und das ist natürlich dann eine interessante Geschichte, weil damit kriege ich eigentlich das Optimale raus. Das hat
natürlich ein herkömmlicher alter Ferraris-Zähler nicht kennen. Die Salzburg Netz GmbH kann diese Daten zur Überprüfung des Netzes und zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit nutzen. Die Auswertung der Daten ist komplett anonym. Auch Mehrfamilienhäuser werden nach und nach mit Smart Meter ausgestattet. Der Unterschied hierzu ist, dass unter Umständen der Strom etwas länger abgeschaltet werden muss. Wenn ich jetzt ein Haus Nummer 10 Wohneinheiten habe, ich kann natürlich nicht alle 10 Zähler auf einmal tauschen, sondern das ist so versetzt. Das heißt, wir gehen dann in der Regel her, hängen ein Plakat an der Haustür irgendwo oder im Hauseingang irgendwo auf, damit jeder sieht, okay, von dem Zeitpunkt bis zu dem Zeitpunkt sind wir im Haus und in dem Zeitfenster wird der Strom einmal maximal eine Viertelstunde ausgeschalten. In der Regel dauert es 2-3 Minuten, aber man weiß ja nicht, wo es daherkommt. Alle Infos zum Zählertausch finden Sie auch auf der Website der Salzburg Netz GmbH unter www.salzburgnetz.at. Hier können Sie auch nachsehen, welche verschiedenen Smart Meter Optionen es gibt und wann Ihre Stadt oder Ihre Gemeinde mit dem intelligenten Stromzähler ausgestattet wird.